Hallo und herzlich willkommen auf eurem Game-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, ich habe mir eine neue Grafikkarte gekauft, eine Nvidia, wie heißt die, GTX 1050 Ti irgendwie mit 4 GB irgendwas, ja. Und jetzt brauche ich noch einen Monitor, der wird kommen, die Tage hier, dieses Ding hier, den habe ich mir bestellt. Und dann gibt es immer und ständig, ja, Videos in 4K. Ich muss mich daran erstmal noch ein bisschen gewöhnen hier. Ich habe hier mal ein GIMP gerichtet. Das Problem ist einfach, ich habe hier nicht einen 4K-Monitor, sondern ich habe hier meinen 4K-Smart-TV dranhängen, um das mal zu testen. Ich konnte es halt einfach nicht abwarten. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, halt, wie man das dann später, wenn ich dann alles komplett habe, hier genau anpasst mit den Größen und so weiter und so fort. Ihr habt gesehen, das Bild hier ist relativ groß. Wo sind wir denn hier? Bildgenauigkeit. Wo sind wir denn hier? Bildeigenschaften. Hier kann man das lesen. Ich habe hier die Schrift schon ein bisschen größer gestellt, hier in Linux und so weiter. Und schauen wir mal, wie das im Einzelnen wird. Ja, also ich habe hier ein Bild, das ist 6016 mal 4016. Und das ist jetzt hier mein. Der erste Versuch unter 4K. Ich hoffe, dass das irgendwie einigermaßen funktioniert. Es wird auch kein großartig spannendes, glaube ich mal, oder wie sagt man, kompliziertes Tutorial, sondern ich werde hier einfach eine Art von HDR-Effekt machen, werde einfach die Farben, die Lebendigkeit erhöhen und werde dann auch noch hier irgendwie mit Weichzeichner arbeiten. Schauen wir mal. Ich kann jetzt hier die Ebene ein. Zwei, dreimal duplizieren. Man sieht hier, das ist alles noch zu klein. Das muss ich natürlich dann noch anpassen hier und so weiter in GIMP auch hier. Das wird eine Menge Zeit in Anspruch nehmen oder einiges an Zeit. Aber wir haben ja Unix EU hier auf YouTube und der Nick, der hat schon viele HIDPI-Videos gemacht, wie man das am besten einstellt und dann mache ich das auch. Also, ich gehe jetzt mal hier hin und stelle mal die Ebenentechnik hier mit Ebenentechnik, ich bin ganz aufgeregt, noch ein bisschen entschuldigt, auf Überlagern hier natürlich unseren Ebenenmodus, muss man ja sagen. Dann gehen wir auf Farben, gehen auf Entsättigen hier, lassen hier so stehen, wie es steht. Dann gehen wir auf Farben. Na, seht ihr, weil das so groß ist, muss das halt ein bisschen, dauert es ein bisschen länger hier. Wert invertieren und wenn das invertiert ist, gehen wir auf Filter verbessern bzw. Weichzeichnen. Ihr seht, das läuft alles noch ein bisschen nach, das muss ich noch genau lernen. Vielleicht ist die Schrift auch schon ein bisschen zu groß eingestellt und das hole ich mir dann irgendwie mit auf Dauer zurück. Man sieht, da ist doch einiges an Rechenleistung erforderlich und jetzt gehe ich hier hin, schalte die obere Ebene zu und stelle diese auf den Modus Faser mischen und hier gehe ich dann auf 65%. Also ich sehe gerade, das dauert, weil ich habe auch die Performance an der Grafikkarte so eingestellt, dass sie die schönste, beste, wie sagt man, Darstellung anwendet. Aber gut, nun ist mal so. Jetzt werden wir weitermachen, dass wir hier diese Ebene einmal duplizieren, dann gehen wir auf Farben. Ja, es zieht so ein bisschen nach, sehe ich gerade hier. Komponenten automatisch, wo sind wir hier? Komponenten zerlegen und dann gehen wir hier auf HSV, bestätigen mit OK. Und jetzt wird es zerlegt und es dauert halt ein bisschen, weil das alles riesig groß ist, ja. Und dann dementsprechend müssen wir mal schauen, wie das im Einzelnen aussieht. Aber ich bin schon ganz aufgeregt, wenn der Monitor kommt, der neue da. Das wird bestimmt eine klasse Sache und dann mache ich die Dinger hier nur noch in 4K, natürlich auch in. Ist ja logisch, HD ist ja dann dabei. Jetzt brauchen wir Sättigung, rechte Maustaste bearbeiten, kopieren und dann gehen wir zurück hier auf unser Foto, rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen, weiß volle Deckkraft, rechte Maustaste bearbeiten, einfügen, hier schwebende Ebene über das Ankersymbol in die Ebenenmaske verankern, nach vorne gehen. Das wird dann alles angepasst mit der Zeit hier. Ich finde das schon raus. Und dann gehen wir auf Farben, Sättigung und dann gehen wir hier mal auf den Wert 4 vielleicht, ja. Und ihr seht, wie schön das hier herauskommt. Ganz wunderbare Geschichte. Sieht toll aus durch die Sättigung der Farben. Rechte Maustaste nach unten vereinen, beziehungsweise das war eben die Leuchtkraftverbesserung der Leuchtkraft, ne? Der Lebendigkeit, muss man sagen. Lebendigkeit ist der richtige Ausdruck, Lebendigkeit der Farben. So,
Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir einfach hin, gehen auf Filter, verbessern, das übliche unscharf maskieren, ja. Und wie gesagt, jetzt kann man natürlich noch einiges tun hier, indem man sagt, wir machen hier einen, wie heißt der, einen Cross-Processing-Effekt, kann man machen. Ja, man sieht, das muss man alles dann in der anpassen halt, ja. Dementsprechend kann man das noch machen. Ach, das mache ich, komm, ist egal. Es wird oder ist zu viel einfach. Nein, es geht einfach jetzt mal um den Test zu machen, einfach mit 4K. Und dann gehe ich mal auf Gimmick hier und suche mir hier unter diesem, was ich nicht aussprechen kann, Depth of Field, ja, und werde mal hier dementsprechend mit dem ersten Radius ein bisschen arbeiten, na, mit dem zweiten Radius ein bisschen arbeiten. Na, man sieht, es halt, ist halt riesig groß alles und es dauert seine Zeit und da muss ich noch die richtigen Einstellungen finden, aber das kriegen wir schon in den Griff mit der Zeit. So, und vielleicht kann man den noch ein bisschen kleiner machen hier und dann noch ein bisschen hier drehen, das Ganze noch so ein bisschen drehen, immer schön weiter, weiter, noch weiter, so 90% irgendwie und dann machen wir den ein bisschen größer hier, noch so ein bisschen so und dann gehe ich hier auf einen Wert von 0,50, dass das nicht zu sehr weich zeichnet im Hintergrund und bestätige mit okay. So, und das war dann schon mein erstes Tutorial in 4K. Ich werde noch viel Erfahrung sammeln müssen, um das richtig alles einzustellen. Dennoch wollte ich euch das nicht irgendwie vorenthalten. Ich bin ja schon ganz irgendwie aufgeregt, wenn der neue Monitor kommt und so weiter. Und dann werde ich alles hier richtig einstellen und dann dementsprechend verfahren mit GIMP und mit anderen Open Source ja, Anwendungen, beziehungsweise natürlich auch mit Linux. Windows ist auch auf meinem Rechner gelandet, das heißt, ich werde auch in Zukunft des Öfteren mal in Windows arbeiten. Ja, hier wird noch gearbeitet, ihr seht hier, der Cursor, der dreht sich noch, also wird noch berechnet, weil es halt einfach auch ziemlich groß ist, das Foto, und gut ist. Also, ja, und unter Windows, wie gesagt, werde ich auch das eine oder andere zukünftig zeigen. Und ja, jetzt hoffen wir nur, dass das alles gut gegangen ist. Herzlichen Dank fürs Schauen. Und ja, ich freue mich natürlich über jeden Daumen nach oben und auf Kommentare logischerweise. Und ja, für die neuen Menschen, die hergefunden haben, wenn ihr Lust und Laune habt und euch das Freude bereitet, was ich hier tue, dann kommt gleich das Kanalsymbol. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Und ja, herzlichen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.